Hallo und herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge auf der Lone Oak Farm. Ja, dann heißt es langsam aber sicher Abschied nehmen. Es ist Winter, es ist kalt, Weihnachten steht vor der Tür und deswegen dachte ich mir, dass das Gras hier mal geschnitten werden müsste. Das ist ein bisschen doof, aber egal, müssen wir es jetzt so nehmen, denn... Dekoration. Da. Denn wenn Weihnachten ist, muss man natürlich auch einen Baum aufstellen. Ist das? Super. Geile Mod. Oh Gott. Alter, Ernst. Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Ich... auf dem Bild ist aber ganz klar ein Baum zu sehen. Alter, wie doof ist das denn? Das ist ja super. Voll der geile Vorführeffekt, ne? Oh Gott. Alter, wirklich? So eine... Alter, was für eine Scheiße. Ich wollte hier voll einen auf Weihnachten machen, weißt du? 500 Euro für so einen Schrott. Warte mal, vielleicht. Versuchen wir mal. Mal irgendwo. Ach, guck mal hier. Hier ist ein Baum. Guck mal. wenn ich das jetzt einfach an den. An den Baum hier ransetze. Warte mal. Oh Gott, ich sehe das halt überhaupt nicht, ob das jetzt drüber ist. So. Naja, dann haben wir wenigstens so eine Art Ersatzweihnachtsbaum. Alter, das ist ja bescheuert. Ja, also jetzt nicht ganz gerade, aber ja, fröhliche Weihnachten schon mal. Ja, toll. Kann ich die Geschenke wenigstens aufmachen? Nein, nicht mal das ist uns vergönnt. Wir kriegen nicht mal Geschenke. Das ist frevelhaft, das finde ich nicht gut. Wo ist eigentlich unser Hund? Von dem müssen wir uns doch auch noch verabschieden. Warte, ich lock den einfach mit Essen. Da kommt er immer. Stell dem was zu essen hin und er kommt. Irgendwo, irgendwann, irgendwie. Oder auch nicht. Ist unser Hund weg? Hund? Hä? Wo ist denn der Hund? Wir haben den schon mal gesucht, das weiß ich. Normalerweise kommt der immer, wenn du dem Fressen hinstellst, aber... Hundi? Doch, ich höre ihn doch. Ich höre dich doch. Hä? Ich habe den doch gerade eben gehört. Alter, ich... Also langsam aber sicher glaube ich, unsere Map ist ein klein wenig verbuggt. Woran kann das nur liegen? Sag mal, wo ist denn jetzt der Hund? Hä, ist er wieder irgendwo festgebackt oder was? Hm. Ich habe keine Ahnung, wo der Hund hin ist. Ich weiß es nicht. Langsam aber sicher wird diese Farm hier ein bisschen unheimlich. Was macht... Nein. Lass die Türen offen, die gehen sonst nie wieder auf. Aber wo ist der Hund? Der holt nicht mal sein Fressen, hä? Ich glaube, unser Hund ist schon gegangen, der hat schon gekündigt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich das behaupten. Oder hat sich unser Hund jetzt in einen Schneemann verwandelt? Ich weiß es nicht. Es gehen sehr, sehr merkwürdige Dinge hier mittlerweile vor. Ja, ich glaube, der Hund ist gen Süden gezogen. Weißt du, im Winter ziehen die Hunde nach Süden. Ja, kann ich ja nichts machen. Ich hoffe, dir geht's gut, Hundi. Ja, du kommst schon klar. So, unsere Hühnchen. Ach du Scheiße, Alter. Ja, machen wir nochmal viele Eier. Eieiei, eieiei.
ach, ich die jetzt hier auf den Transporter verladen habe, da habe ich die auch zu Fuß rübergebracht. Ja, Mensch, dann ist heute die letzte Folge. Ich glaube, das müsste dann 25 sein. Folge 25, wenn ich mich nicht täusche. So, das sind 630 Euro für Eier. Dann haben wir noch zwei Pakete mindestens. Das eine ist bestimmt noch nicht ganz voll. Das hier. Nee, das ist noch nicht ganz voll. So. Och Mann, ey, halt doch mal den Karton fest. Monsieur Glitchpfote, ey, das ist doch unfassbar. Das, oh, Alter, ich habe das schon so oft gehabt. Du willst irgendwie beim Holzhacken die Baumstämme, die Holzscheite transportieren irgendwie, hebst die auf und willst sie irgendwo auf den Anhänger tun und ständig verliert der das Zeug aus den Händen. Echt, ey, Meister Wachspfote, ey, das ist zum Kotzen. Ja, du brauchst bloß mal so machen, du brauchst dich bloß mal zu schnell bewegen. Ja, ui. Ui, oh, es ist mir entglitten. Ich schon. Genau das meine ich. Genau das meine ich. So, es wird Zeit, dass wir die Staffel beenden. Ja. So, da haben wir erstmal unsere Eier noch verkauft. Drüben haben wir noch Zwiebeln. Das ist auch unfassbar viel, was da jeden Tag produziert wird. Also du könntest eigentlich einen Helfer abstellen, der einmal die Stunde die Zwiebeln rausfährt. Das lohnt aber dann auch nicht. Also was heißt, es lohnt schon finanziell. Muss ich sagen, ist das Zwiebelgewächshaus eine echte Cash-Cow. Du musst zwar erstmal ganz schön investieren, um das zu befüllen hier mit 150.000 Euro für Wasser und Mist-Survival. Warte mal, hier, guck mal, hier vorne steht doch auch noch so ein Tannenbäumchen. Der steht zwar genau am Strommasten, naja, da können wir direkt anzapfen. Da können wir doch noch so ein Ding hinsetzen hier. Jetzt kommt es ja auch nicht mehr drauf an. So, wo sind wir jetzt? Hier. So, hier hin, siehst du? So. Ja, wunderbar, siehst du, das sieht sogar ein bisschen besser aus. Ja, da haben wir es noch sogar noch ein bisschen weihnachtlich gemacht hier. Mensch, wer hätte das erwartet? Ja, da hinten leckt's wie die Hölle. Wir sind jetzt unter 40 FPS. Also, ja. Das ist alles nicht mehr so optimal auf dieser Farm. Das ist die laggigen Super-Mega-Farm. Ja, also, naja. Es ist die letzte Folge. Heute müssen wir es nochmal ertragen. Warum gehe ich jetzt eigentlich hier hinter? Ach, bestimmt, weil ich das Tor zumachen wollte. Verantwortungsbewusst, wie ich wieder bin. Wie sieht's hier leer aus? Ach so, weil da draußen noch welche rumstehen, ne? Egal. Licht aus. Nee. So. Dann machen wir das Ganze sozusagen winterfest. Winterfest. Haha, wann ist das denn eigentlich? Ja, wir haben gerade minus 26 Grad. Das liegt aber noch irgendwie an der Mod, die ich installiert hatte, um an den Schnee ranzukommen. Die macht's irgendwie sehr, sehr kalt. Das ist, naja, ich sag mal so, wir haben da hinten noch Gerste stehen. Ich glaube, die wird nicht wirklich überleben. Das letzte Mal, als ich geguckt hatte, war die noch lebendig im Wachstum, ja, tatsächlich. Also tot ist sie noch nicht, aber ich glaube, wenn das so bliebe, dann, ja, Exitus. Ja, alleine wegen dem Bodenfrost. Wir haben minus 10 Grad Bodentemperatur. Jetzt kann man natürlich überhaupt nichts mehr machen. Man kann nicht grubbern, man kann überhaupt nichts machen. Es ist halt Winter. Was willst du machen? So, 40 Mille haben wir auf dem Konto. Ja, Mensch. Das ist ja berauschend. So. Na, Doro. Ja, weil ich jetzt gerade nochmal das Pferd sehe, ne? Das ist mir beim Bearbeiten aufgefallen von der einen Folge, wo wir das Pferd angeguckt hatten und die Schafe und so. Da habe ich ja gesagt, ja, das ist unsere Stute Doro. Aber irgendwie sind die Pferde doch alle männlich. Also eigentlich ist Doro ein Mann. Ein schönes Frau oder so, keine Ahnung. Ja, ist ja auch egal. Doro ist, glaube ich, eher so ein Unisex-Name in dem Fall. Also, ja, ist wurscht. Wollen wir dich mal ausführen. So.
ein bisschen reiten mit Doro. Ja, nochmal kurz hier über die Farm schlendern. Ach ja, haben wir nun doch so ziemlich ein ganzes Jahr hier auf der Farm erlebt, mitgemacht und ja, haufenweise Zeug gekauft und von der Regierung einen Haufen Geld erhalten. Ja, es war ein gutes Jahr, muss man sagen, also auch von der Ernte her gesehen. Und es hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Die Map gefällt mir wirklich sehr gut. Ich fand den Hof wirklich schön. Klar, man hätte vielleicht noch ein paar Produktionsmöglichkeiten haben können. Irgendwie sowas wie mit Global Company, dass man Käse oder Butter oder was weiß ich produzieren kann. Es gab da ja, oder gibt da ja etliche Möglichkeiten. Aber wer weiß, vielleicht machen wir das ja auf der nächsten Map in der nächsten Staffel. Ich habe mittlerweile, glaube ich, 2 in der engeren Auswahl. Ja, aber das wird ja heute und morgen nicht. Das wird noch ein paar Tage dauern. Aber wie gesagt, ich habe schon eine kleine Auswahl getroffen, was man vielleicht machen könnte. Hier die Bäume, die brauchen ja wirklich Jahre zum Wachsen. Ich meine, das ist ja in echt auch so, dass so ein Baum nicht von heute auf morgen 30 Meter hoch ist, aber ja, ist schon ein bisschen hart. Also hier mit der Seasons Mod ist ein bisschen unbarmherzig. Also wenn du hier Forstwirtschaft betreiben willst, dann hast du echt schlechte Karten. Dann würde ich auf die Seasons Mod eher verzichten wollen. Ja gut, hier steht der Syntrack. Da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht gewesen. Also für Winterdienst eignet sich das Ding jetzt nicht so richtig geil, muss ich sagen. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. So, wir gehen mal ein bisschen Kante hier. Doro kann das. Guck mal hier, das sieht ästhetisch. Das ist ein majestätisches Bild. Letztens sind wir noch mit der Simson gefahren mit 4 PS. Heute haben wir 1 PS. Ja. Das tut's doch auch. Ein ökologisches PS vor allen Dingen. Ja, sagt gerade der, der immer den Motor hat laufen lassen. Ja. Immer schön mit laufendem Motor dastehen. Hallo Greta sagen, weißt du. Und dann, ja, ökologisch. Natürlich. Das ist genau mein Stil. Ja, hier, Government Subsidized. Ja, also danke Regierung, war mega Schnufte. 50.000 Euro die Stunde. Das hätte ich auch gern in echt. Ja, also wenn mein Chef mir 50.000 Euro die Stunde zahlen würde, dann, ja, easy going, ne? So, hier waren wir schon. Ja gut, da haben wir den Hof ja schon einmal umrundet. Dann gehen wir nochmal ein bisschen Kante. Hier sind unsere glücklichen Kühe. Ja, die uns keine Milch gegeben haben. Aber naja, ich denke ja, Ludwig hat die geklaut. Der hat es für seine Familie gebraucht oder was, keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, es ist, glaube ich, ein Mod-Konflikt gewesen. Kann man so nichts weiter dran ändern. Ja, das nächste Mal machen wir das besser. Vor allen Dingen das nächste Mal machen wir das wahrscheinlich selber. Das macht zwar einen Haufen Arbeit jedes Mal, gerade die Kühe, den Kuhstall da in Schuss zu halten. Aber dann kriegen wir wenigstens Milch, hoffe ich. Wenn das nicht wieder irgendwie mit der Seasons Mod zusammenhängt. Ich hatte diesen Mod auch mal rausgenommen zwischenzeitlich. Diesen Helfer, diese glückliche Tiere Mod. Und die Kühe haben trotzdem keine Milch gegeben. Also es war irgendwie ganz seltsam. Ja, hier haben wir jetzt unsere Großbaustelle. Das Haus hier wollte ich eigentlich nochmal umsetzen. Das gefiel mir nicht so richtig, weil der Ausblick hier irgendwie scheiße ist. Ja. Deswegen. Deswegen hatte ich hier so Bauzäune aufgestellt und so ein Zeug. Ja, einfach, dass man es mal gemacht hat. Das ist noch im Bau befindlich sozusagen. Ja, hier die Absperrung auch. Das gehört auch zur Mod. Deutsche Verkehrszeichen ist, glaube ich, sogar relativ neu. Ja, hier Straßenschäden kann man auch alles alleine hochheben, ist überhaupt kein Thema. So, was sagst du dazu, Doro? Herr, Frau, Doro, das Doro. Ja,
Da scharrt sie bloß mit den Hufen, oder er, oder sie, oder es, ich weiß es nicht. Es ist ein Diverspferd. Es ist D. MWD. Wir haben hier das Diverspferd. Ja, dann glaube ich, ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Ja, Mensch. Schön war's, schöne Zeit, schöne Map, hat Spaß gemacht. Hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Wir haben viele Mods gesehen, getestet und für gut befunden. Einige der Mods haben dafür gesorgt, dass unsere Farm so richtig abgeschossen wird. Aber naja. So, weißt du, was ich jetzt mache? So. Jetzt reiten wir richtig schön, gemütlich in den Sonnenuntergang. Genießen die letzten paar Sekunden. Und ich würde euch direkt dann jetzt die Webcam ausschalten. Flupp. Mit den Bildern hier allein lassen. Ja, die letzten paar Sekunden Landwirtschaftssimulator 19 Staffel 1 Lone Oak Farm. Es war sehr, sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich gehe mal ein bisschen langsamer. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und ja, ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Anschauen, fürs Liken und ich hoffe, ihr seid auch dabei, wenn wir eine zweite Staffel machen. Ja, und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Ich weiß nicht, ob wir uns dieses Jahr nochmal hören, ich denke aber schon. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und ja, dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Let's Play vielleicht oder bis zum nächsten Vlog, wer weiß das schon, was kommt. Macht's gut, tschüssi, passt auf euch auf, tschüss. Ich mache gerade noch Jahresabschluss und habe gerade die Kündigung geschrieben für Ludwig. Und den werde ich jetzt nochmal anrufen. Pass auf. Ich wähle mal kurz die Nummer von Ludwig. Warte, wo ist er? Hier. Hier habe ich ihn. Ludwig. So, pass auf. Dem werde ich die frohe Botschaft jetzt noch überbringen. So, es ruft, es ruft, es ruft. Na, geh schon ran, Mensch. Ach, ja, grüß dich, Ludwig. Hier ist der Micha von der Lone Oak Farm. Du, passe mal auf. Das Jahr ist ja jetzt vorbei und so. Und Staffelende und was weiß ich. Du, pass mal auf. Ich wollte dir bloß noch mitteilen, du bist jetzt fristlos entlassen. Ja, wie? Ja, jetzt muss ja nicht gleich heulen, deswegen. Ja. Ich kann dir sagen, warum. Ja, das kann ich dir sagen. Erste Mal hast du die ganze Drecksarbeit an mir hängen lassen. Ja, ich musste ständig selber einen Kuhstall sauber machen. Das hast du nie selber gemacht. Du hast dir nie die Finger schmutzig gemacht. Das ist alles immer an mir hängen geblieben. Und dafür habe ich Zeugen. Und zweitens, was ich ja noch viel schlimmer finde, Ludwig. Du hast mich bestohlen. Ja. Nee, so war das nicht. Nee, du hast mir die Milch geklaut und du hast mir die Wolle geklaut. Von der Schafe. Ja. Ja. Ja, wie, meine Familie. Das ist mir doch egal, deswegen kannst du mich doch nicht beklauen, Junge. Ja, da brauchst du ja nicht weinen jetzt. Das ist, weißt du, ja.
Wie sollen wir über die Runden kommen? Ludwig, meiner, du hättest da einfach mal bloß etwas sagen müssen. Ich bin doch kein Unmensch, ich hätte dir doch geholfen. Ja. Ich kann es dir jetzt auch nicht ändern. Ludwig, es tut mir ja leid, aber... Ludwig? Ludwig? Ja, ich glaube, der wird kein Arbeitslosengeld mehr beantragen. Tja. Hm.